Mainwelle Mobil mit Bernd Rasser. Wenn der kleine Stadtflitzer sich auch im Gelände wohlfühlt. Suzuki macht einen auf Baby-SUV mit dem neuen Ignis. Der ist richtig schick geworden und gehört ganz offiziell im Automobildeutsch zur Gattung der Ultra-Kompakt-SUVs. Auffällig? Die eindrucksvolle Front und der markante Kühlergrill, die machen es ganz und gar nicht ultra-kompakt. Das Design passt und wirkt groß, auch mit Blick auf die Ausstattungsvarianten. Außen Alus, Dachreling, sportliche Extras, innen schicke Farbakzente, ganz individuell anpassbar und technisch vom kameragestützten Notbremsassistenten bis zum Spurhaltesystem alles auf Wunsch an Bord. Ausreichend motorisiert ist der Vierzylinder-Benziner auch mit 90 PS und mit dem optionalen intelligenten Allradantrieb All-Grip Auto kommt der Ignis dann tatsächlich auch abseits des Asphalts perfekt voran. Auf Schnee und auf schwierigem Untergrund geht's dann nochmal besser, per Knopfdruck on top noch Grip Control. Was kann das Baby-SUV noch? Es kann sich zum Mini-Raumwunder entpuppen. Kaum einer in dieser Klasse hat so viel Flexibilität im Kofferraum. Die Rücksitzbank lässt sich nicht nur verschieben, sondern auch geteilt umklappen. Das schafft richtig viel Stauraum. Der Suzuki Ignis ist also ein kleiner, wendiger Alleskönner für Stadt und Land. Mit Ausstattungsvarianten bis hin zum Luxus-Mini-SUV und mit einem Einstiegspreis auf Kleinwagenniveau. Knapp unter 12.000 Euro. Na, schon mal ein Baby-SUV gefahren? Bei Autohaus Wurz wartet der kleine Ignis jetzt auf Probefahrttermine. Mainwelle Mobil, die aktuellen Modelle, der Blick in die Autohäuser der Region.